Hey Leute und willkommen bei einem weiteren Let's Play von mir. Diesmal AM2R Return of Samus. Ja, Another Metroid 2 Remake. Ich habe mich schon sehr, sehr lange auf dieses Remake gefreut, da ich ein großer Fan von dieser Serie bin und viel Zeit damit meine Jugend verbracht habe. Besonders bei dem Metroid auf dem Super Nintendo. Aber da es ja jetzt das Remake vom Game Boy ist und ich das schon ewig nicht mehr gespielt habe, bin ich echt riesig gespannt und ich habe nur Positives gehört. Also von daher, auf geht's. Ich nehme es einfach mal easy, da ich mit Tastatur spielen werde und das kann vielleicht ein bisschen knifflig werden. Schon mal echt geil. Das erinnert natürlich auch stark an den Teil von Super Nintendo. Also dafür, dass das jemand hobbymäßig nebenbei gemacht hat, kann man nur sagen, Respekt. So, dann wollen wir doch mal schauen. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus. Hier auf dem Game Boy. Ja, nochmal vielen Dank an Kai, dass ich da nämlich den Download-Link bekommen habe. Ich war nämlich ein bisschen zu langsam, weil dieses Remake, das wurde... Also, einige Zeit angekündigt, dass dann diese Vollversion rauskommt. Und zwischendurch gab es ja immer wieder ein paar Demos, wie man das schon mal anspielen konnte. Und ein paar Stunden nachdem das veröffentlicht wurde, wurde das für Nintendo gesperrt. Aber man hat ja mitbekommen schon mittlerweile, dass es einige Quellen gibt, die das auch schon wieder weiter verbreiten. Und ja, vielleicht seid ihr auch die Glücklichen, die noch die Chance haben oder hatten, das down zu loaden. Und ansonsten gibt es ja immer noch Möglichkeiten. Das Geile ist ja auch, dass bei so einem Remake einiges neu ist, die Grafik neu ist und man das Gefühl hat, also ich habe es auf jeden Fall, dass man ein komplett neues Spiel anfängt, wenn man noch gar nicht weiß, was einem so richtig erwartet. Ich finde auch, dass man bei so einem Spiel... Oh, Moment. Oh, eine reicht. Ich erinnere mich, 5 mussten das sein auf dem Super Nintendo. Aber okay, beim Game Boy weiß ich nicht mehr. Speicherpunkt. Sehr gut. Ja. Ich wollte sagen, dass man solche Spiele genießen sollte. Einfach mal das Handy zur Seite legt, den Raum vielleicht auch mal ein bisschen abdunkelt, damit diese Atmosphäre auch richtig rüberkommt. Oh, da ist der Erste. Dann wollen wir mal. Das ging schnell, okay. Logbook.
jetzt auch nicht großartig Lust, Englisch zu übersetzen, weil ich da auch nicht der Beste drin bin. Aber kurz und knapp, dass dieses Höhlensystem irgendwie zwischen zwei tektonischen Platten liegt und der Grund für dieses Erdbeben irgendwie nicht bekannt sind, beziehungsweise wurde nichts gefunden, was der Grund dafür ist. Dem gehen wir mal nach. Speicherpunkt, perfekt. Und durch dieses Erdbeben, ich meine, ich habe mir das gerade eben noch gesehen, ist die Lava runtergegangen und somit können wir in neue Bereiche des Höhlensystems vordringen. Aber ich versuche auch mal den Mund zu halten, damit man einfach mal ein bisschen das Gameplay sich angucken kann. Okay, hab's auch nicht geschafft. Nee, Quatsch. Das wird schon. Nochmal speichern. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das komplett durchzuspielen und dass ihr komplett dabei sein werdet. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich so Videos immer so eine Viertelstunde zu machen. Dann kann man das nämlich alles nach und nach mal angucken. Und irgendwie so ein Battle nach Abos und Daumen nach oben mache ich nicht. Wie das gefällt oder nicht. Ne? Auf jeden Fall schon mal sehr geil. Na, da ist noch ein bisschen Lava. Oder Magma. Das kann ich mir ganz genau, dass der Unterschied ist. Ich bin der Meinung, Magma ist noch das, was in der Erde ist. Beziehungsweise unter dem Erdboden. Und Lava, was ausgetreten ist. Und hier wurden vier Metroids lokalisiert. Auf der Ebene. Mal auf die Jagd. Also bisher geht es auch mit Tastatur. Ich muss nur mal schauen, ob das auch so weiterhin bleibt. Ansonsten besorge ich mir einen Controller. Oh, neuer Bereich. Immer speichern. Ja. Da kommen wir nicht durch. Da brauchen wir die Bomben für den Morphball. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir gefällt das schon echt sehr, sehr, sehr gut. Ach, verdammt. Ich glaube, ich muss das einfach mal einblenden, wie das damals aussah. Schon ein Unterschied. Ehrlich. Ja, da sieht man mal, was für ein Unterschied das ist.
Also, mega geil. Ich werde jetzt auch erstmal mit der ersten Folge aufhören und direkt mit der zweiten starten, nicht dass die Videos immer zu lang werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.